So. Und weiter geht's in Richtung, naja, in die Richtung da hinten halt. Wie bereit machen für Aufschlag? Ja, müssen wir anscheinend. Okay, die ziehen uns schon automatisch ran. Ich kann oft in der Position nicht schießen, sehe ich das richtig? Wie kannst du denn da durch? Hallo? Der tötet mich hier unten, hallo? Ist doch Schwachsinn, hallo, hallo? Okay, wunderbar, die restlichen geben auf. Reicht das jetzt an Ladung geplündert oder noch nicht? Ich kann sie wieder reparieren. Okay. Ein guter Fang heute, Kenway. Halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen. Check doch, deine Dinge zu festhalten. Nur eine, um für mein Leben auszusorgen. Dann bin ich König der Katze. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich sind. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Gott. Mein Gott, vergiss den Traum. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Träumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, hä? Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft, ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Doch die sind so rar wie ein ehrlicher König. So rar wie ein ehrlicher König, auch gut. Netter Vergleich. Finde ich gut. Gut, bekomme ich jetzt irgendwie... Ich segel gerade in die falsche Richtung, ich sehe das schon, aber... Achso. Ich muss mal da hinten irgendwie zu der Insel. Marsch und Kopf, Segelwerk! Seesegel hoch! Alle Segel reffen! Breitet kräftig dagegen! So. Da waren wir. Wenn ich mich das richtig sehe. Captain über Bord! Captain über Bord, richtig. Wird mein Schiff da jetzt gleich getötet? Ist das hier was? Und hier ist eine Flaschenpost sozusagen. Was bringt das? Eine Flaschenpost einzusammeln. Hm.
Zu meinen Arbeitgebern muss ich erst etwas sagen, denn es waren seine Verbindungen, wegen derer ich solch beunruhigende Umstände vorfand. Peter Beckford war ein Mann mit großem Charisma und Stolz. 1662 war er nach Jamaika gekommen und in nur 10 Jahren hatte er sich ein beträchtliches Stück Land erworben, auf dem er sobald wie möglich Zuckerrohr anpflanzte. Als ich in einem Dunstkreis geriet, besaß er, so hieß es jedenfalls, eine der größten Landbesitzungen in der Welt, die sich ob Jorges Größe nur mit denen von Kaisern und Königen messen müsste. Dasselbe Wachstum traf auch auf seine Sklaven zu, als er auf Jamaika eintraf, besaß er gerade 3 inzwischen. Was? Hatte er an die 300. Als schlauer und unnachgiebiger Geschäftsmann war Mr. Beckford auch bekannt dafür, das Temperament eines Wirbelsturms zu besitzen. Zornraserei und Feindseligkeiten waren seine besten Methoden, um Zwistigkeiten beizulegen, die sich nicht sofort zu seiner Zufriedenheit regeln ließen. Zu mir war er allerdings so freundlich und so großzügig, wie man es von seinem Arbeitgeber nur wünschen kann. Doch das lag in meinen Augen an meinem Status. Er war ein traditioneller Mann mit Respekt und Rang, vor Rang und Abstammung. In früheren Zeiten war er de facto der Gouverneur dieser Insel. Und obwohl er kein Staatsmann mehr war, als ich eintraf, trug er noch alle Zeichen des Mannes, der sich von Natur aus Führer berufen fühlte. Er schätzte seine politische Verbindung immer noch, ebenso wie seine Zucker und den Gewinn, den dieser abwarf. So kam es auch, dass ich nach Ankunft eines spanischen Soldaten jenen Mann traf, der mein Leben auf immer zu schlecht wenden sollte, einen jungen Mann namens Loreno Torres. Ja, genau. Ist klar. Ich habe auch sonst keine Hobbys. No te muevas. Ach so, das ist dieses, ich lasse mich nicht in einen Kampf verwickeln. Aha. Ich erinnere mich. Ja, das hat gut funktioniert, aber das ist doch egal. Wirklich? Danke. Oh, Entschuldigung. Jetzt habe ich gerade mein Mikro halb umgestoßen fast. Hauptsache, was ich auch sehr schön finde, man steckt das Schwert in den Bauch rein und zieht es aus dem Kopf wieder raus. Das ist eine Kunst. So, könnte ich mal eben hier die Schnellreise aktivieren oder so? Indem ich hier einfach mal eben Hallo? Danke. Ich dachte schon, er wollte mich jetzt verarschen und wollte mich nicht synchronisieren lassen. Das hätte ich nicht sehr schön für gut befunden. So, könnte ich bitte zurück zu meinem Schiff? Ich habe eigentlich gerade nichts vor, mehr auf dieser Insel hier zu tun. Und ich bin auch tatsächlich zu faul, euch alle auszurauben. Weil das dauert mir zu lange. Wir segeln gen Salt Key. Und zwar im Gegenwind. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, könnte man sagen. Aber es passt schon.
Moment mal. Okay. Also wir segeln an sich gerade Gegenwind, aber okay. Ich könnte mir das auch nur einbilden. Gut. 2800 Kilometer. Und irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig. Spannend. Habe ich gerade irgendwas zu erzählen? Nicht wirklich. Abgesehen davon, dass wir gerade irgendein Sperrgebiet hängen, obwohl wir hier auch schon waren. Da haben wir den Auftrag her, die anderen dazu tö, Sandbank. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Oha. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein. Alle Segel, sie verträgt das. Aufgreifen, nehmt Druck vom Bau. Wir versuchen gerade irgendwie nicht irgendwie aufzulaufen. Ich glaube, das kommt nicht gut. Dankeschön. Reisegeschwindigkeit, auf geht's. Ja, jetzt habe ich den Mann im Wasser da verloren, vergessen. Tut mir leid, sorry. Sorry. So, jetzt kann ich theoretisch die da mir holen. Was ist das denn? Ein Schoner Stufe 8. Wer kehrt schon Stufe 8? Ist doch scheißegal. Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Hebt den Befehl, Sir! Feuer! Ja, merken Sie! Ihr ringt nach so viel Segel, wie ihr könnt! Verdammt, bist du verrückt, Captain! Feuer! Lag eingesteckt, Captain! Bravo, Marssegel fest! Alter von den Minen, Sir! Bereit zu feuern, Sir! Kann es sein, dass ihr irgendwie gerade was gegen mich... Hallo, 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 hallo? Ich hätte eigentlich gerade gedacht, was? Ihr seid damit. Wurde getroffen, Schiff. Segel bergen! Gib mir etwas Fahrt! Schieß auf die, sobald sie im Wasser sind. Feuer! Schießt auf die. Vorbei! Sind die Hartling? Was soll das denn hier? Feuer! Mist! Der Winkel schlägt noch nicht. Aber ich würde gerne nach vorne schießen. Fuck. Unterstützung, Captain! Alles klar! Wir werden auf Sie treffen, Sir! Feuer! Wir brennen ja immer noch nicht. Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Ich verstehe das irgendwie nicht mit dem... Daneben! Wohin? Wo... Sind bereit, Sir! Womit schieße ich dann? Feuer! Wir wurden touchiert! Setzt jeden Zoll Segel! Mars- und Top-Segelwerk! Feuer! Angerichtet. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein. Topsegel reffen. Kopfwärmsegel aufgeilen. Wieso kriege ich jetzt keine Fracht? Leesegel einholen. Wir sind außer Gefahr. Alle Segel wippen. Keine Ahnung. Komisch. So, wir docken einmal an. Und ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Schnellreise freigeschaltet, das ist schon mal gut. Was? Sie haben nichts zu verkaufen. Okay. Aussehen, Aussehen ist mir scheißegal.
Was? Kommen Sie in der Hauptgeschichte herum, was bauen? Ja, mach mal. Speicher du mal, wunderbar. Okay, wunderbar. Kein schlechter Fang heute. Weiter so, Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schuf. Einfach und frei. Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut, Schweiß und ein paar Fetzen Stoff. Wir tragen keine Farben, wir preisen deren Fehl. Und so steht diese schwarze Flagge für nichts als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen. Die ist für dich. Sei stolz darauf. Danke. Gib mir den Zettel, den ich dir gab. Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold sowie Kanonen. Du meinst die Navy angreifen? Solange es König Philipps Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Ei, leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Ein paar kleine Fische, um die Großen zu plündern. Genau. Also kapere und plündere Fische auf los, Captain. So, jetzt muss ich... Was war das jetzt? Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Fernrohr. Fernrohr ist ein wichtiges Werkzeug. Ihr wichtigstes. Legen Sie auf ein Schiff, um zu sehen, wie stark es ist und welche Fracht es geladen hat. Um zu L und die Brennweite. Segel voraus! Eine Militärbrig am Horizont! Gutes Auge, Mann! Bist du bereit dafür, Kenway? Sie wird sicher einen guten Kampf liefern. Wer ist dafür, die Brig aufzubringen? Ruft ein! Na, genau das wollte ich hören. Es ist gerade ein bisschen wettertechnisch ein bisschen beschissen, was. Vorsicht mit der Navy, Jungs. Die können ebenso rammen wie Breitseiten geben. Ich setze die Pulverfässer gegen sie ein. Oder? Nein, gute Idee. Sind bereit. Nehmt die Rahmen auf den Weg. Nein, der Treffer könnte sie lahmlegen. Bereit zur Feuer. Achso, ich komme nicht in die Dingens. Oh. Heilige Scheiße. Das war so nicht geplant. Ich glaube, ich habe die Taste endlich gefunden, wo man schießen kann. Na, Captain, eine Salve genau da rein! Haltet euch fest! Ist das die richtige Taste? Macht euch bereit! Yay! Wir segeln, Männer! Feuer! Schießt dahin, Sir! Obacht! Sehr schön. Oh. Okay, wollte mich glaube ich gerade rammen, habe ich das Gefühl. Vielleicht stimmt das doch nicht ganz, was ich so gerade tue. Sie haben uns ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß. Segel
schießt. Kill it. Zum Entern halten. Bist du ernsthaft, Kenway? Are you serious about that? Er hat einfach mal was macht er da für akrobatische Meisterleistung? Crew minus 1, wie? Okay, ich kann natürlich auch mal eine Crew verlieren, okay, ich verstehe. Okay, warte mal. Wie viel Metall hast du? Nicht genug, wa? Jack reparieren, ja bitte. Okay. Das war nicht genug. Was mache ich jetzt? Haltet euch fest! Ich habe immer noch das mit dieser kleinen Kanone noch nicht gecheckt. Da ist jemand in Seenot, Captain. Oh, da ist ein Schiff. Na, wenn ich Glück habe, sehe ich bald am Horizont irgendwas. Ich sehe gar nichts. Da. Das ist ein Schatz, das interessiert mich jetzt gerade wenig. Die haben Metall. Ich hatte es mit dem Dreieck immer noch nicht ganz verstanden. Also mit dem Dreieck ist irgendwie... Dann mache ich denen kaum Schaden. Wollen die mich rammen? Das Gefühl, die wollen mich rammen. Tatsächlich. Schlag eingesteckt, Captain. Mars und Tropfsegelwerk. Und Feuer! Das Wetter könnte sie anlegen. Auf dein Zeichen, Captain. Wenn sie uns rammen wollen, sind Minen eine gute Antwort. Ja, wenn die uns rammen wollen, sind Minen eine gute Antwort. Das ist doch schön. Oh, scheiße. Puh. Ja, okay, also so ganz funktioniert das noch nicht, wie ich das will. Ich glaube, die töten mich gleich.
Na, relativ optimistisch, dass wir ihn vielleicht töten. Nein, 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 schneller, schneller, schneller. Boah, Glück gehabt. Ich befürchte, ich verreck gleich. Ich weiß nicht, wie ich den abfeuer. Achso, ich kann die kentern. Nehme ich an. Okay, jetzt hat's gut funktioniert. Mein Schiff ist zwar fast im Arsch. Interessant, wie die Seile funktionieren. Okay. Ah, die spawnen in den Klappen. Das ist natürlich auch geil. Minus eine Crew, das ist nicht nett. Oh shit. So, drei Crewmitglieder. Schön. Da ist das minus eine Crew auf der egal. Dann würde ich sagen. So eine Keilerei, bei Gott. Wie stehen wir da? Ein guter Fang, kein Zweifel. Jetzt sollten wir uns besser zurückziehen und uns Anonymität erkaufen. Einverstanden. Also, hier werden wir unseren schlechten Ruf wieder los. Mit Geld, Bursche. Indem wir einen neuen Part machen.